Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem Live-Trading- und Kommentierungsvideo aus meinem Premium-Service, den Highspeed Day Trader von Godmode Trader. Ein Link zu meinem Premium-Service stelle ich auch unten rein. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen, wenn ihr das wollt. Was seht ihr in diesem Video? In diesem Video seht ihr ein paar Trades aus dem Dow Jones, die ich live gehandelt und zudem kommentiert habe. Das alles in Bezug mit dem Order Flow, denke ich, sehr, sehr interessant. Ich möchte ganz kurz nochmal den Trade erklären oder die Trades erklären, die jetzt in den nächsten Minuten dann in diesem Video seht. Gehandelt wurde im Dow Jones und wir hatten am Anfang eine Trading Range gehabt. Ich bin davon ausgegangen, dass die Trading Range ein nächstes Mal hält und habe dann an der Range-Kante, weil davor die Rücksetzer sehr, sehr schnell gingen und dynamisch gingen, direkt an der Range-Kante ein paar Long-Trades eröffnet. Das führte aber nicht zum Erfolg, denn der Markt fiel direkt nach unten durch und ich musste meine Long Trades, die ich hier eröffnet hatte, im Minus beenden. Danach fiel der Markt noch ein Stück weiter. Ich sah im Orderflow sehr gut, wie auf der Kaufseite über die Limit-Sell-Seite die Käufe absorbiert wurden und konnte damit dann einen Short Trade eröffnen. Der Markt fiel relativ rasch nach unten und baute die Position auf dem Weg nach unten hin ab und in einem Rücksetzer baute ich die Position erneut auf. In Summe konnte ich dann den Short Trade mit einem recht guten Gewinn beenden. Danach gab es einen Rücksetzer. Hier versuchte ich mit einem Long Trade den Rücksetzer eine sogenannte Erschöpfung zu handeln, also die ersten Eindeckungen der späten Longs zu handeln. Das gelang mir nicht ganz so gut. Ich musste den Trade oder habe den Trade dann plus minus null geschlossen, weil die Eindeckungen mir zu langsam gingen. Und ich schaute dann, nachdem der Markt sich dann doch noch weiter erholte, nach einem erneuten Short Trade. Den konnte ich über den Order Flow relativ weit oben eingehen. Und diesen Short Trade konnte ich entsprechend durch das letzte Tagestief halten. Im Rücklauf stellte ich dann den Short Trade entsprechend mit einem Gewinn glatt. Danach war jetzt die Überlegung, wie sich der Markt nun weiter entscheidet. Im Normalfall, wenn das Tagestief nicht stark verkauft wird, geht man davon aus, dass wir dann noch mehr Eindeckungen sehen. Und das führte mich zum nächsten Trade, einen Long Trade, den ich dann bis an das letzte Hoch halten konnte, Teile sogar bis dadurch und im Rücklauf entsprechend zugemacht habe. Also das heißt, in Summe konnte ich auch hier diesen Long Trade entsprechend mit Gewinn beenden. Ziel bei diesem Long Trade war es, dass man hier vielleicht einen kleinen Rücksetzer sieht und dann der Markt wieder eindeckt in Richtung des alten Unterstützungsniveaus. Das ist nicht passiert und dennoch ist der Trade extrem gut gelaufen. Gut, damit ihr noch ein bisschen besser euch auf dem Bildschirm, den ihr gleich seht, zurechtfindet, erkläre ich nochmal ganz kurz, was ihr dort entsprechend seht. Auf der linken Seite im Bildschirm seht ihr den JFD-Chart, sozusagen den CFD-Chart, mit dem ich handle innerhalb meines 100% Projektes. Das heißt, auch die Positionsgröße ist an diese 10.000 Euro angepasst. Und der ganz linke Chart ist der 5-Minuten-Chart. In der Mitte seht ihr den 1-Minuten-Chart. Dann seht ihr hier den Gewinnverlust der Position nach Kosten. Auf der rechten Seite seht ihr dann den Dow Future. Der Dow Future notiert woanders wie der CFD, den ich handle. Und ihr seht hier keinen 1-Minuten-Chart, sondern einen sogenannten Range Bar, der sich alle 10 Punkte neu bildet. Das heißt, immer wenn der Dow sich um 10 Punkte bewegt, dann entsteht eine neue Candle. Zudem seht ihr in den Kerzen Zahlen und diese Zahlen sind die ausgeführten Orders auf der Verkaufsseite. Das heißt, auf der linken Seite von der Kerze sind alles Verkäufer, also alles, was rot sind, sind Market-Verkäufer oder Stop-Verkäufer. Auf der rechten Seite sind alles Käufer, das heißt, das sind alles Market-Käufer oder Stop-Buy-Käufer sozusagen. Und ganz rechts seht ihr noch, dass mit rot ist das Limit-Sell. Das sind sozusagen die passiven Verkäufer und darunter seht ihr das Limit Buy, das sind die passiven Käufer. Ganz, ganz rechts mit den Zahlen seht ihr noch ein sogenanntes Volume Profile, das heißt, da sieht man dann, wie viele Kontrakte entsprechend auf einem Preislevel ausgeführt wurden. Gut, das war soweit die Erklärung zum Trading-Bildschirm. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, lasst einen Kommentar da oder gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, viel Spaß beim Video und tschö mit Ö, euer Heiko. So, ich habe einen Long Trade drinne.
Arg. Also hat die Sell-Side doch die Action übernommen, dadurch, dass hier der Markt immer wieder hochgegangen ist. Ich habe jetzt im 1-Minuten-Chart nicht abgewartet, die 1-Minuten-Kerze, und habe deswegen jetzt den Trade dann doch da aggressiv an der unteren Stelle genommen. Falls der Markt halt zum x-ten Mal seine Unterstützung halt hält, ja, klar ist, wenn ich dann mal das handle, so eine Range, dann bricht er die halt, ne? S&P hatte sich auch ganz gut gehalten, deswegen. Gut, Ziel wäre jetzt Richtung 21.790, dass das Teil da unten anhält, und mal gucken, ob wir jetzt direkt die 10 Punkte hier noch runternehmen, bis auf die 21.790. So, ich habe einen Short Trade drinne auf die 21.790 jetzt. Haben eigentlich eine ganz gute, eigentlich einen ganz guten Flow hier, die, das ja, dass sozusagen die Action auf der Unterseite recht gut ist. Bis dato die Rücksetzer sind im Rahmen. Ja. Mal gucken, wie es bis 16 Uhr aussieht jetzt. So, ich habe noch eine Position reingetan. Wichtig jetzt, dass wir hier in der ersten Minute durchfallen, in den Zielbereich unten reinfallen. Also 21.790, vielleicht geht es auch noch ein Stück tiefer. Also ein Take-Profit habe ich weggelegt, falls der Markt hier unten durchsemmelt. So, die ersten zwei sind raus. Einer ist noch drinnen. Jetzt mal gucken, ob hier noch ein bisschen Druck reinkommt. Gucken, ob man jetzt hier. Noch ein rein, ein Short Trade. Haben eine gute Sell-Side-Action. Den auch raus. Ich habe jetzt gesehen, wie die 84 Kontrakte dort absorbiert wurden auf der Kaufseite. Jetzt mal gucken, wie weit der Markt hier fällt. Ja, sieht ganz gut aus. Tun mal hier ein bisschen Take Profit mitnehmen. Ist nur noch ein Trade, ein Kontrakt drinne. Mal gucken, ob es noch ein Stück runter geht. Gut. Wir versuchen den wieder aufzubauen, wenn wir sehen, dass hier die Käufer absorbiert werden. Nochmal ihn rein.
Seht ihr das? Die 76 da, wenn es da drunter geht, kommt noch ein bisschen Push, ansonsten den raus. 100 Kontrakte. Wichtig ist, jetzt darf es nicht schnippen auf der Oberseite. Da ist ein Stück zu viel schon fast. So, nochmal aufgebaut. Kann jetzt gerade nicht reden. Hier unten stabilisiert er sich jetzt. Mal gucken, die Minute, wie sieht denn die aus? 03. Okay, nehmen wir mal einen raus. Da hat wirklich jemand schön das Verkaufsknöpfchen gedrückt. Wir sind 33 Punkte vorne jetzt mit dem Eintrade. Sind gleich am Tagestief von gestern. Oder? Ja, was ist denn das hier für ein... Ach, ist ja auch egal. Muss ich jetzt nicht gucken. Ja, Tagestief von... Intraday-Tief gleich, ja. Schauen wir mal. 188 Kontrakte auf der Sell-Side. Das könnte eine Absorption sein. Mal gucken, wie die hält. 180, da steht großer Limit Käufer drin, wird überrannt. Wenn es da durchgeht, klickt es nochmal. So, neue 5-Minuten-Kerze. Jetzt. Und kommt nochmal ein Schub. Ja. 38 Punkte. Und raus. Gut, war's. Jetzt können wir gleich mal gucken. Ein kleiner Long als Retest. Kleiner Eindeckungslong. Mal gucken. Nur zwei CFDs. Wenn die Minute fertig ist, ist es auch ein Box-Setup. High-Volume-Test, Retest, durchaus auch nochmal möglich. Hier jetzt gucken, wie die 120, 130 Kontrakte hier getradet werden. Geht es da nicht drüber, ist immer raus. Ein Tick drüben und Eindeckung. Und da muss er rüber. Gut, ich bin raus. Ja, plus minus null. Ist mir also ein bisschen zu schwach auf der Brust. Also kann sicherlich noch ein bisschen pushen, aber ist mir zu viel gearbeitet. Und die Amis sind halt so, dass die doch sehr oft den, dass die dann doch sehr oft das Ganze, ja, weiß, 65 Euro. Also dafür, dass wir hier 70 Euro nasse gemacht haben, haben wir den Trade eigentlich ganz gut runtergewickelt. Ja, das ärgert mich. Also, ja, schlecht gesehen. Vielleicht vorher zu sehr darauf versteift.
Ich hätte die Minutenkerze abwarten sollen, bis die mir ein Signal gibt, aber dadurch, dass es vorne auch so schnell immer wieder hochging, ja, Fehler meinerseits. Aber wir sind dran geblieben und haben das Ding jetzt ja ganz gut runtergewickelt. Also ein Trade sogar schön in den laufenden Impuls aufgebaut und einen halt doch recht gut gezogen, muss man schon mal sagen. Passt. Jetzt gucken wir mal, wie weit der Markt hier hochkommt. Nächstes Mal, was mir halt nicht gelungen ist, wäre halt schön gewesen, das ging aber, ich weiß nicht, ich habe da ja gesehen, die 233, 223 Kontrakte hier auf der 71, wie schnell das runter und wieder hochging, wäre natürlich genial gewesen, hätte ich auf der 71 gleich beendet, dann wäre ich direkt hier unten raus gewesen, auf der 64, wäre natürlich cool gewesen. Weil das war genau das Tief, das Ende der 5-Minuten-Kerze hier, die 71, wäre perfekt gewesen, aber das war zu schnell der Anstieg und dann musste ich da raus. Gut, also wir schauen mal, also unterster Volumen-Retest, der Preisbereich. So, und da oben haben wir denn die ganzen Levels da oben. So, ich hätte es halt von der anderen Seite handeln sollen, ne? Also besser wäre gewesen, ich habe eigentlich hier oben eher die Short-Seite präferiert gehabt, alles ab 21.836. Ah, das wäre, ja, Mann, ey, 70 Euro hergeschenkt, ey, fuck. Naja, also wie gesagt, hat sehr lange am Point of Control gehalten, hätte auch nochmal halten können. Vielleicht den Verlust, den hätte ich eigentlich ziehen müssen, den Verlust, als ich hier die 15, die 40 Kontrakte hier auf der 14, auf der 15 gesehen habe, da habe ich noch eine Sekunde lang überlegt. Den Short Trade hier aufzubauen nochmal, wo die 84 gehandelt wurden, das war natürlich ein cooles Ding. Jetzt gucken wir mal, ob der nochmal den Retest macht. Wichtig ist, der muss da nicht anhalten. Es kann halt passieren, dass der dort anhält. Es kann, also klassisch ist, der fällt durch, weil wir haben Abwärtstrend. Ja. Das heißt, wir haben Abwärtstrend und dann fällt der klassisch durch. Aber bei so einem Retest, sehr oft, bei den Amis auch typisch, der fällt bis in dieses rein und macht diesen Retest und dann erstmal ein bisschen Eindeckung. Haben wir ja vor ein paar Mal schon gesehen. Und ja, wie gesagt, wenn der Trend intakt ist, ist ganz, 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 ganz wichtig, dass da richtig geknallt wird. Also geknallt auf der Unterseite. Genau. Das ist wichtig. Gut. Okay. Also von daher schauen wir mal. Also mein erster Fokus liegt so leicht auf der Long-Seite, Richtung Eindeckung so ein bisschen. Nichtsdestotrotz darf der Markt dann auch von mir aus dann später nochmal fallen. So, jetzt achten wir hier drauf auf die Hochs, wie die genommen werden, ob sie genommen werden. Also wir haben fast, also so ziemlich das Tagestief getestet von das Intraday-Tief. Kriegen jetzt hier Eindeckungen. Euro-Dollar ist gut zurückgekommen. WTI kommt auch zurück. Brent steigt, kommt noch ein bisschen zurück. Naja, gut. So, hier oben haben wir sozusagen den Retest. Short. Vom Volumen her 110 Kontrakte ist erstmal durchaus was. Kann man gucken. Habe jetzt nur zwei CFDs drin, muss man wieder umstellen. Wichtig ist, wir müssen das Tief der letzten 1-Minuten-Kerze unterschreiten, dann könnte man schon den Trend wieder haben. Das sieht ganz gut aus. Gut, jetzt können wir mal gucken, ob man entweder, also wir gucken jetzt Folgendes. Entweder Exit im weißen Bereich, wenn der nicht durchfällt, wenn er durchfällt, auf alle Fälle auf neue Tiefs gehen. Ja, keine Ahnung, wo er hin will. So, also bereit machen, Exit im gelben, ach, im weißen Bereich Exit. Oder aber es fällt durch, Trendfortsetzung
Können wir mal so einen Trading Stop einstellen, Pips 5 oder 6 von mir aus. So. Also wir machen es folgendermaßen. Wir sind jetzt da vorne, 8 Punkte, Trading Stop rein. Wenn es durchfällt, durch den Preisbereich ohne Rücksetzer, nehmen wir das Ding mit, lassen es laufen, 6 Punkte Trailing Stop und wenn er zurückkommt, dann sind wir raus. Gut, so machen wir es. So. Also am Tief, wir sind jetzt im durch den weißen Bereich durchgefallen, wenn er jetzt hochkommt, ist okay, dann haben wir halt die paar Punkte. Gut. Keine Ahnung, wie weit er hochkommt da. So. Wenn er es gut macht, ist auch okay, wenn er uns ausstoppt, habe ich kein Problem damit. Also, nochmal ein paar Punkte geholt, 19 Euro, passt. Auch hier wieder 110 Kontrakte, schön die Buy-Side bedient, reicht aus, Limit-Sell-Seite ist größer, klack, runter. Jetzt gucken wir mal hier, ob Eindeckung kommt, hier unten kaum Volumen, kein Volumen, oh hier, wieder 100 Kontrakte. Mal gucken, ob er groß genug ist. Oh, könnte groß genug sein. Mal gucken, wie die Eindeckungen laufen. Wir haben das Tief der letzten 5 Minuten Kerze rausgenommen. Bleibt mir jetzt da drüber. Gehe ich davon aus, dass wir hier die Eindeckung auf der Oberseite nochmal sehen könnten. Aber wenn die Minute jetzt schwach wird, sollte man durchaus überlegen, dass wir hier unterhalb der 114 Kontrakte nochmal die Shortseite aufnehmen. Ansonsten mal gucken. So, wir warten jetzt einen Test der 71 ab. Wenn der Test der 71 kommt, der Markt fällt nicht runter, gehe ich nochmal long. Wer jetzt schon long gehen will, kann es auch tun. Ziel 21, 782. Die 110 Kontrakte da oben sind es. Ich bin long drin. Schauen wir mal. Bis hoch in das letzte lokale hoch hinein, Eindeckungen der Shorts, die hier drin sind. Mal gucken, wie sie laufen. Beginn neuer 5-Minuten-Kerze, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wichtig, jetzt muss es fortsetzen, das was hier war. 2 Minuten runter, 3 Minuten hoch, ein bisschen mehr wäre okay. So, ich bin gleich am überlegen, ob ich aussteige und eventuell entweder tiefer nochmal neu einsteige. Erste Minute möchte ich gerne noch warten, ob noch was kommt auf der Oberseite. Oh, sieht nicht ganz so aus. Also ich hätte ein bisschen mehr Eindeckungen gerechnet Richtung 76 bis 82. Gut, ich bin jetzt nicht raus. Wir haben jetzt mit wenig Volumen runtergedrückt. Jetzt wird es entscheidend sein, wenn da nichts nachkommt, kann ich den Long auch nochmal aufbauen. Hätte man Retest der 114er Kontrakte gesehen. Jetzt wird es interessant. So, ich bin Long nochmal mit 2. Also Retest der 114er Kontrakte, Eindeckungen hoch, ab dafür oberer Akkumulationsbereich. Distributionsbereich, sorry. Gut. Also bis zu dem 110er auf der Oberseite bis zur 85 müssen wir jetzt mitgehen. Immer sehr gut. Einen kann man durchaus überlegen, wenn man jetzt einen Ether oben glatt stellt, kann man einen überlegen, auch vielleicht auf einen 1, 2, 3 Tief, Doppeltief, was auch immer, drin zu lassen, wäre auch möglich. Also auf der 85 hier liegt der Widerstand im Future rechts. Jetzt sind wir drin hier. So sollte es normal sein. Eigentlich jeden Tag. Man muss sich auch manchmal zwingen.
Gut, einen habe ich raus, den anderen lasse ich noch drinne, falls der Block durchkommt, durch das Hoch hier. Also hier oben ist auf alle Fälle Distribution glatt zu stellen. Hier oben entweder es ploppt mit durch, weil jetzt viele ausgestoppt werden aus dem letzten Move. Das heißt, wir sehen ein bisschen einen Push dadurch. Ja, wenn es gut läuft, läuft es gut. Wenn nicht, hier oben breit machen. Wir sind hier auch in einem Volume-Low-Bereich. Das seht ihr hier ganz rechts. Schaut hier auf die 85, das sind 577 Kontrakte, darüber nur 200 Kontrakte. Wie gesagt, wenn es da nicht reingeht, wenn es da durchgeht, Ziel oberer Kontraktebereich 21.800, dann pfeifen wir hier durch. Da, wo das wenige Volumen gehandelt wurde, da ganz rechts, da, wo der Fall jetzt ist. Wenn nicht, hier oben glatt stellen. Ich habe nur zwei CFDs, ist jetzt am Ende für mich dann wurscht, ob ich jetzt zwei hier mit 10 Euro glatt stelle oder mit einem. Macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Ich fange jetzt nicht, ich will nur sagen, ich fange jetzt nicht an, hier einen Teilverkauf zu machen. Ja, bei zwei CFDs. So, ich meine, macht man normalerweise nicht, ist auch hier eigentlich nicht sinnvoll, aber ich tue trotzdem schon mal den Stop-Loss auf Break-Even setzen und noch einen Ticken höher. So, kommt der Push, geh mal mit. Wie gesagt, das ist der Bereich, der hier der durchknallen kann. Ansonsten hier oben glatt stellen. So, wir waren jetzt so oben im High Retest, hohes Volumen, bisschen raus. Also hier oben ruhig glatt stellen, Teilverkäufe machen, wenn es durchploppt. Also ich setze zwingend auf den Plop. Ich weiß, wenn es nicht durchploppt, verschenke ich jetzt 10 Euro. Ist aber für mich okay. Wenn es durchploppt und wir bekommen hier ein paar Ausstopper rein, dann habe ich halt, ist okay. Aber dass das hier eine Range werden kann, ist klar. Vielleicht fürs Lehrbuch. Machen wir es trotzdem. Komm, machen wir hier einen Teilschluss am Hoch. Machen wir einen Teilschluss, wie sie es fürs Lehrbuch gehört. So, also ein CFD glattgestellt fürs Lehrbuch. So. Weil wenn es jetzt runter geht, haben wir hier die Trading Range und da heißt es da oben glattstellen. Gut. Naja. Hätten wir doch heute mal 2,50 € verdient. Wah, wah. Jetzt nach dem Konto muss ich raus. 200. Wenn ich das Kontostand trete, müsste ich jetzt raus. So, jetzt will ich jetzt will ich, wie spät haben wir es? Oh, neue 5-Minuten-Kerze. Wir achten auf das Hoch der 5-Minuten-Kerze, ob wir hier das Hoch der letzten 15 Minuten brechen können. Wenn wir das nicht brechen können, müssen wir wirklich überlegen, ob wir rausgehen. Denn wir sind an einem Volume-Bereich, der einfach nicht wie heißt das, überwindbar ist. Volume hier ist eigentlich gar nicht so viel gehandelt. Also eigentlich muss knacken. Jetzt schauen wir mal, wenn es knackt. Wenn es knackt, pusht, ich will die 21,8 sehen. Wir schauen hier oben drauf. Bis da hoch, da oben, das dahin will ich. Bis dahin. Und vorher entweder jetzt raus oder gar nicht. Also eins von beiden. Entweder gehe ich jetzt raus und nehme das Ding mit oder ich setze darauf, dass der schnelle Move kommt, weil der ist schnell, weil hier ist kein Volumen bis jetzt gehandelt. So, ich setze jetzt mein Take Profit auf plus 3 Euro, damit ich nämlich hier. Damit ich hier nämlich mein Dings habe, ja, meine 200, so nach mir die Sintflut, so 3,60 €. Sind genau genommen 2,35 €. 2,35 € reicht. Haben wir auch 3,35. 36, 36. So, gut. Also wir haben den Ausbruch gesehen. Hier oben 78 Kontrakte gehandelt, davor auch ein paar Mal 78. Kann schon sein, dass das ausreichend ist, um den Markt ein bisschen zu stoppen. Wie gesagt, die Amis haben immer starke Rückläufe. Wir haben es angefixt, aber ansonsten wäre es durchaus nur normal, dass wir hier den oberen Preisbereich sehen. So, also hier das wieder zurück an die 21.790. Das heißt, von jetzt 88 sind 8 Punkte, von hier 80, 81 plus 8 sind 90. Das heißt, Take Profit kommt jetzt auf die 90, genau da an den alten Widerstandsbereich. Ja, so machen wir das. Hinten eine 36, 14, 36, wollen wir. TP, Gewinnziel im Konto für 14,36. So.
Halt, nee, 36, was ist das? 2C, nee, was habe ich? 1 CFD sind 0,23356. Gut, mit der EGNT. Na gut, wird jetzt eh ausgestoppt. Wollen wir mal gucken. Oder? Habe ich Glück? Entweder habe ich Glück und ich werde nicht ausgestoppt. Oder ich habe Pech und werde ausgestoppt. Also hier haben wir nochmal Test des hohen Volumens hier gerade. Wenn wir Glück haben, hält's. Und werden nicht ausgestoppt. Ja, nur wenn wir Glück haben. Wenn wir kein Glück haben, tickert er halt nochmal tiefer. Ist aber auch egal. Also wie gesagt, es war es mir wert. Erst mal raus. So. 279. Ja. Das war doch mal eine schöne Trading Session. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich hier oben nochmal die 80 Euro weg...